Ja, wunderschönen guten Abend. Willkommen zum BBG Wissen Talk. Diesmal nur mit Malte und mir. In diesem Fall ist Malte unser Experte. Und zwar geht es darum, welche Möglichkeiten wir alle haben, auf Amazon ja, zu den entsprechenden Peak Seasons mit Möglichkeiten ja, aufzuwarten, um unsere Sales nach oben zu pushen. Und jetzt halt klar auch im Weihnachtsgeschäft, weil die es verpasst haben, wer eine Möglichkeit noch für sich entdeckt, der kann jetzt ein paar Inspirationen mitnehmen. Und bitte stellt Fragen, ne? Malte ist tatsächlich, das ist genau Maltes Steckenpferd, den könnt ihr perfekt löchern. Malte, ja, wie sieht's denn aus? Wie sind Was? wir denn, wie sind wir denn überhaupt drauf gekommen? Ich glaube, jeder, der so ein bisschen bei LinkedIn oder in Facebook-Gruppen oder keine Ahnung, so ein bisschen unterwegs ist, wird so festgestellt haben, okay, der Prime Day 2 und auch jetzt so Black Friday, Cyber Monday waren irgendwie andere Events so als in der Vergangenheit die Events. Man hat so, habe ich auch immer noch so im Hinterkopf so dieses, ich kann Marketing machen, ich kann Deals bei Amazon machen, ich kann Vouchers schalten, ich kann Promotions machen, keine Ahnung, kaufe zwei Artikel, dann kriegst du beim zweiten einen Rabatt oder whatsoever. Man kann so viel machen von diesen Sondermarketing-Aktionen, sag ich mal. Aber in der Vergangenheit war mal so bei vielen so ein Narrativ, ey, bei den Events ist so viel los, Amazon macht Werbung draußen, diesmal war es ein Yeti. Und zieht quasi Traffic nach Amazon rein, grundsätzlich. Und da bei dem letzten Event jetzt gerade beim Black Friday, da haben wir viele Zahlen gesehen, dass die Wachstumsraten oder das Plus, die Steigerungsraten bei organischen Sales während des Black Friday Events, ich habe jetzt verschiedene Zahlen gesehen, aber die waren im einstelligen Bereich. Und bei Deals im guten Dreistellenbereich. Ich habe sowas wie 194% gesehen. Ich habe auch mal 180% gesehen. Ist, glaube ich, auch immer ein bisschen kategorieabhängig und ein bisschen Sellergrößenabhängig. Und ich habe sowas gesehen wie 4%, 6%, verschiedene Sachen. Das war jetzt auch teilweise von Marketingagenturen, die natürlich ihren Leuten auch erzählen wollen, wie wichtig Marketing ist. Aber ich sage mal, selbst wenn man da hier und da noch ein bisschen korrigiert hinterm Komma, war es doch ein sehr beeindruckendes Verhältnis von: Machst du keine Deals, machst du keine wirklich treibenden Marketingaktionen, dann bist du an einem Prime Day im Prinzip raus oder bist du an einem Black Friday im Prinzip raus, unsichtbar, bist du so weit in die zweite Reihe gedrückt. So. Das hat, glaube ich, so ein bisschen hier auch, da haben wir auch gedacht, okay, sagen wir mal was dazu. Ich weiß ja nicht, sag? Mag da? Ja, ich will es dann nochmal zusammenfassen. Also ich meine, tatsächlich stimmt. Die nüchternen Zahlen, die ich gesehen habe, ich hatte mir von Plenty Markets, da hatte der Bernhard Weiß mir im Prinzip Direktmarken, Zahlen genannt. Die waren in meinen Augen mit 7% mau. Dann hatte Salesforce internationale Zahlen rausgehauen. Adobe hatte Zahlen rausgehauen. Die sahen alle schlecht aus. Also gefühlt ist so die ganze Power, da stimme ich dir völlig zu, rund um diese ganzen Peaks weg. So. Und das zwingt die Seller, weil das ist ja eine Krux, das ist ja im Grunde genommen ist das eine brutale Geschichte. Auf der einen Seite musst du das Ad Spending erhöhen, ich folge deiner Idee. Auf der anderen Seite musst du aber auch die Preise reduzieren. Das heißt, das drückt von oben und von unten, ne? Das ist also, wie macht ihr das? Ja, ich sag mal so, also ein massives Ausrollen von Deals dann zu solchen Events gehört jetzt, glaube ich, auch bei der BBG schon zum guten Ton. Ja, dass man da auch wirklich massiv in Deals geht. Da gibt es ja verschiedene, da gibt es den Lightning Deal, ja, oder Amazon intern, glaube ich, der Wow Deal, also wie von eBay geklaut. Gibt es den Lightning Deal, also der läuft jetzt 12 Stunden am Tag in der Regel. Du schaltest den, kostet 35 Euro, musst einen bestimmten Prozentsatz Rabatt geben. Und das dann, da wird es dann mal sehr komplex. Durchschnittspreis der letzten X, 30 Tage oder, also das ist relativ kompliziert und komplex, da kann man noch mal ein bisschen vertiefen zu sein. Halbe Wissenschaft.
So Lightning Deal gibt es, dann gibt es ja den Best Deal, ja, oder diesen 7-Tage-Deal, der kostet 70 Euro und läuft halt 7 Tage, finde ich mega charmant, ja, wenn man halt vom Stock-Level da ausreicht, so eine lange Deal-Period zu fahren, 7 Tage, sollte man es unbedingt machen. Und wenn man jetzt noch zu Amazon einen guten Kontakt hat, sage ich mal, und da auch einen Ansprechpartner bei Amazon hat, dann kann man sogar auch Top-Deals schalten. Die laufen dann noch länger, 4 Wochen, und die sind noch visibler, ich sage mal zumindest, und da wird es jetzt wieder einen Schritt zurück, ein bisschen komplizierter, im Prinzip sieht Amazon die Welt halt, die Events, die es gibt, oder die Zeiträume in verschiedene Klassifizierungen ein. Aus Amazon-Sicht gibt es quasi Marquee-Events. Marquee-Events sind Easter-Deals, Prime Day, Prime Day 2, wenn es einen gibt, und Black Friday, Cyber Monday. Das sind so die Marquee-Events, und da wird wirklich richtig krass unterschieden, wenn man verschiedene Deal-Types schaltet, wie prominent die ausgespielt werden. In den anderen, zum Beispiel jetzt ist ja so Last-Minute-Deals laufen jetzt, und dann kommen die Winter-Deals, glaube ich, noch bis zum Jahresende hinten dran. Das sind ja auch Deal-Events aus Amazon-Perspektive, aber die heißen einfach nur Bau-Deals, also Business as usual. Und in denen werden die unterschiedlichen Deal-Types relativ gleichrangig angezeigt und sind gleichrangig visibel bei Amazon. Das so mal so ganz High-Level betrachtet. Die Entscheidung, so einen Deal zu machen, ist für viele Händler, das habe ich jetzt oft schon festgestellt, da ist oft der Wunsch da, Deals zu machen. Man ist allerdings davon abhängig, dass man in seinen Amazon Seller Central reingeht, dort bei Advertising und Deals guckt, und man kann halt nur die Deals spielen, die Amazon einem auch vorschlägt dort. Ja, also man kann nur auf den ASINs oder SKUs einen Deal machen, der von Amazon quasi auch schon so preselected wird, dir angeboten wird. Ja, oft will man ja genau dort die Deals machen, wo man massig Ware hat, aber sich gerade nichts dreht oder so. Das passt da nicht so zu der Amazon-Philosophie, deswegen da ein bisschen blöd teilweise. Vouchers sind halt charmant, weil sie auf jeden Artikel gespielt werden können. Ja, also 5% Coupon, 10% Coupon, wie man das auch immer will. Damit ist man sehr visibel auch mit den Coupons. Und das Coole, was ich immer finde an den Vouchers oder Coupons, wenn man sie auch mal nennen will, ist, finde ich, dass man nur dafür zahlt, wenn man auch etwas verkauft. Also, dass man nicht auf Klicks oder was auch immer Anzeigen oder so bezahlen muss, sondern bei Vouchers finde ich mega charmant auf den Verkauf, auf den tatsächlichen Sale, auf den tatsächlichen Lead. Und dann wird der Voucher sozusagen abgerechnet. Ja, und die 5% werden abgezogen, muss man dann an Amazon abdrücken. So erstmal so High-Level die Sachen. Das bedeutet ja für mich als Händler jetzt quasi, ich habe auf der einen Seite den Werkzeugkasten, den mir Amazon durch die Pre-Selection zur Verfügung stellt, an der Hand. Der ist teilweise sehr selektiv und entspricht nicht unbedingt meiner eigenen Abverkaufsstrategie oder kann der eigenen Abverkaufsstrategie nicht entsprechen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich dann wesentlich freier die Möglichkeit, über Coupons Gutscheine zu arbeiten. So, und jetzt droppe ich noch eine Information aus ganz verschiedenen Verbraucherstudien, derer es ja gerade in der Vorweihnachtszeit eine ganze Menge gegeben hat. Worauf achtet der Verbraucher? Der Verbraucher kauft günstigere Produkte ein, also er möchte im Strich weniger Geld ausgeben, und er achtet in einem hohen Maße auf Rabatte. Wenn wir jetzt wieder zum Thema Visibilität kommen, sind also offensichtlich die Gutscheine das Gebot der Zeit, mit denen ich arbeiten sollte, wenn mir Amazon nicht auf meinen Produkten die Möglichkeiten gibt, die ich brauche. Wäre klar. Jetzt meine Konklusion. Genau. Also es gibt natürlich auch noch da viele Tricks und Hints und so, was man alles sonst noch so machen kann, aber bitte. Du hast eben schon recht. Ja, bitte gib sie. Ja, du hast zum Beispiel, also du hast natürlich recht, absolut. Ich glaube, es gibt die von den Zugriffsraten bei Amazon, ja, ist ja nur kein Geheimnis, die Startseite hat nun mal die meisten Zugriffe bei Amazon, ja. Danach kommt halt die Deals-Page, die Angebote-Page. Das heißt, wenn du einen Deal ausrollst, bist du halt super visibel. Du bist normal visibel über die Suche oder wenn jemand sich durch die Kategorien scrollt, aber du bist zusätzlich auf der Deals-Page zu sehen. Super wichtig,
Eine super starke Sichtbarkeit. Danach halt die Vouchers, die Coupon-Sichtbarkeit auch ganz stark. Ja, finde ich zumindest immer gut, so massenhaft Vouchers eben auszurollen, weil man eben auch nicht, wie soll man sagen, wenn man, da muss man natürlich super kalkulieren können, da kommen wir zu anderen Podcasts hier von uns zurück, in der Vergangenheit, wo wir schon über Kalkulationen und so weiter gesprochen haben. Aber wenn ich das gut im Griff habe und sage, okay, 5% sind bei mir bei jedem Artikel drin, ja, also die sind einfach einkalkulierbar, dann würde ich das auch über das ganze Sortiment sozusagen ausrollen. Das macht auf jeden Fall total Sinn. Wenn man jetzt im Vendorenbereich ist, kann man natürlich noch ein bisschen rumtricksen. Man kann jetzt seinen UVP erhöhen. Ja, den kann man ja quasi oft in den Artikeldetails kann man den UVP erhöhen. Und wenn dann der UVP höher ist, wird natürlich auch... Du weißt, dass das wettbewerblich äußerst kritisch ist. Ne? Also ich meine, also das ganz, ganz ehrlich, UVP-Erhöhung halte ich für ein ganz großes Risiko. Ja, verstehe ich, machen viele, machen auch gerade. Nee, ich sag nicht, dass ich das, ich habe mit Vendoren nichts zu tun, aber ich weiß, was passiert. Und ja, dadurch automatisch, wenn der UVP als Referenzpreis quasi höher rutscht, und der ist der aktuelle Verkaufspreis natürlich mit einem höheren, mit einer höheren Deduction, Streichpreis, durchgestrichen für 150 Euro und kostet jetzt nur 100 Euro. Lass mich aber bitte noch mal reingreifen. Bitte. Ja, mach unbedingt. Ich muss zumindest das Juristische muss ich da jetzt mal erzählen. Also, kann man machen, wenn es nachhaltig und ehrlich ist. Ne? Ich meine, natürlich kann ein UVP-Preis steigen, wenn sich die Kalkulationsgrundlagen, also sprich schlicht und ergreifend verändern. Das solltet ihr dann auch definitiv machen. Ne? Aber ihr solltet darauf achten, dass ihr auch zu diesem UVP-Preis irgendwann einmal auch eine längere Zeit verkaufen sollt und verkaufen müsst. Ne, sonst habt ihr Schwierigkeiten. Das ist eine astreine Irreführung und wir kennen all die verschiedenen Tools, die es ermöglichen, ein Jahr lang rückwärts nachzuvollziehen, zu welchem Preis ihr angeboten habt. Das ist ein Risiko, mit dem ihr euch da rumschlagt. Da müsst ihr, kann man eingehen, kann man ganz entspannt eingehen, kann man sagen, einverstanden, ist okay, wenn ich eine Abmahnung kassiere, kostet mich die XY, ne, dann ist das einfach risikokalkuliert. Aber ihr müsst wissen, was er da tut. Und ich würde mit Erhöhung des UVPs und also Manipulation der, das meine ich jetzt ganz neutral, also Manipulation der Streichpreisstufen, müsst ihr vorsichtig sein. Im Zweifelsfalle lasst euch durch einen Anwalt beraten, der euch auf die Risiken hinweist. Entschuldigung. Oder lasst euch von Marc beraten. Ja, also auf jeden Fall habe ich das. Ich bin kein Jurist, Achtung. Das ist. Du, Malte, lachst du, bin ich schon von einem Rechtsanwalt belehrt worden, dass ich wegen solcher Tipps gegen das Rechtsanwaltsberatungsgesetz verstoße. Ich habe das Verfahren gewonnen, aber jetzt mal im Ernst, ist mir schon passiert. Entschuldigung für den Export, Malte. Ja, okay, alles klar. Du hast viel erlebt. Ja, also tatsächlich habe ich das jetzt, glaube ich, aber in letzter Zeit viel beobachtet. Ja, also entweder, so wie du sagst, war jetzt einfach in letzter Zeit aufgrund von halt tatsächlich regulären Preiserhöhungen innerhalb bestimmter Companies einfach eine Verschiebung des UVPs nach oben zu sehen. Ja, höhere Einkaufspreise, höhere Frachtraten und so weiter. Aber das war, sage ich mal, im letzten halben Jahr mir extrem viel aufgefallen. Ja, so, grundsätzlich soll sich bei Amazon auch viel verändern nächstes Jahr, was die Dealstruktur angeht, zumindest wen es interessiert. Also Amazon will wohl dieses Wirrwarr aus verschiedenen Deal-Types nächstes Jahr kernschmelzen und nur noch eine Deal-Art haben. Also nicht mehr dieses Lightning-Best-Deal-Top-Deal-Szenario oder auch die eigenen Deal-Slots für die großen Seller. So, das heißt, das soll eingeschmolzen werden und dann von der Visibilität soll dann zukünftig tatsächlich so ein andere KPIs tragend sein. Also nicht während, was für eine Art Deal du genutzt hast oder geschaltet hast, sondern wie hoch ist deine Deduction, wie hoch ist die absolute Deduction, nicht nur prozentuale. Ja, ist noch ein bisschen unklar, ist noch ein bisschen grün, aber soll nächstes Jahr auf jeden Fall kommen, 2023. Denke ich mal, ist zu begrüßen, weil viele scheitern an dieser Komplexität des Deal-Daseins so ein bisschen. Und ich glaube, Amazon hat dann den Pain, dass es einfach nicht so genutzt wird, wie sie es gerne hätten, weil es ist ja irgendwo auch eine, aus Amazon-Perspektive, auch eine Win-Win-Situation, ne? Ja, klar, das ist, ich meine, logisch.
Amazon möchte Werbung verkaufen, wie beglaubte. Ja, jetzt haben wir das mal von den Dealmöglichkeiten her betrachtet. Wir haben jetzt festgestellt, einverstanden, wir brauchen Deals, für uns wird es teurer als Händler, wird auch schwieriger. Wir wissen jetzt, gibt es verschiedene Dealarten. Insgesamt schon eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte. Aber wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich das tatsächlich auch noch, wenn ich jetzt noch das Thema Bestände noch mit reinbringe und Vorlaufzeiten? Ich meine jetzt einverstanden, wir können jetzt noch mal eben ein paar Coupons rausjagen, so können wir noch im Weihnachtsgeschäft reagieren. Aber das ist ja eher dann so eine Reaktivität, die kann man machen, ne? Aber wirtschaftlich smarter ist es ja, dass man sich jetzt schon aufs Ostergeschäft vorbereitet. Ja, ich sag mal, die meisten spielen tatsächlich Deals, wenn du es jetzt so ansprichst, vom Stock-Level, spielen sie auf FBA-Seite, ne? Mit gewissen Ausnahmen kann man das auch auf FWM-Seite machen. Also, dass man selbst ja den Stock aus dem eigenen Warehouse verschifft, dann hat man diese Thematik nicht so. Natürlich ist es richtig. Gehst du jetzt in Amazon auf deine Deals-Page, dann kriegst du jetzt halt ein Deal-Window vom 19. bis 25. angezeigt. So, wenn du das im FBA jetzt quasi anschieben würdest, und sagen wir es, okay, den Deal-Slot buche ich. 7-Day-Deal, 19. bis 25. Also nach dem Motto, den buche ich jetzt. Und dann zeigt dir Amazon darunter an, okay, wir planen für diese Deal-Period 500 Stück in Stock. Und du hast nur 25 in Stock. Die kriegst du jetzt natürlich in dieser einen Woche bei Amazon nicht mehr rein. Ja, da ist natürlich quasi alles auf Outbound gerade und wenig auf Inbound. Da dauert es gerade ewig, um überhaupt noch FBA-Stock anzuliefern bei Amazon. Da hast du kaum eine Chance. Klar, da musst du einen Deal-Slot weiter in Zukunft nehmen. Also das ist erstmal grundsätzlich diese Stock-Thematik, ne? Das muss man natürlich mit einplanen. Cool ist natürlich, wenn man jetzt eine SKU hat im FBA, auf der hat man Satzstock und die ist erfolgreich und man möchte zwischendurch einfach mal so einen Deal mal einflechten, dass man den quasi jetzt bucht. Ja, ist ja immer so 7 Day in Advance, muss man immer bei 7-Tage-Deal und bei Lightning-Deal haben, dass man 7 Tage vorher sozusagen diesen Deal-Slot bucht. Aber du hast vollkommen recht. Sagen wir jetzt einfach mal, okay, für jemand, der im FBA auf seine Restock-Limits guckt und nicht so wild da Stock anhäuft, der hat jetzt nicht genug jetzt am Lager, um jetzt direkt für in ein paar Tagen da irgendwie einen Deal zu buchen. Dann denken wir jetzt mal an das nächste große Marquee-Event aus Amazon-Perspektive, wo es halt auch eine eigene Deals-Page geben wird, ja, mit größter Prominenz, die es ja jetzt so nicht mehr gibt, ja, in diesem Bau-Event, in dem wir jetzt gerade drin sind, unwichtigen Event quasi Business as usual. Okay, Easter Deals, nächstes große Ding. Dann muss man tatsächlich sagen, ich setze mich hin, nehme mir meine Produkte und sage, A, wo habe ich von der Marge her genug Luft, ja, um 15% zum Beispiel bei einem Deal sozusagen an Amazon abzugeben. Das muss ich ja auch für mich erstmal durchrechnen und einplanen. Da fallen durch mein Sieb erstmal schon eine Menge Produkte durch. Da fallen vor allen Dingen vielleicht auch eine Menge Produkte unter 10 Euro vielleicht auch durch. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Muss man sich mal wirklich gut durchrechnen. Darf ich hier noch eingreifen? Darf ich hier noch mal kurz Ja, eingreifen? greif rein, greif rein. Da, Malte, ich danke dir. Greif zu. Hier habt ihr jetzt als Händler auch natürlich die Möglichkeit, ich komme noch mal zurück zum UVP. Hier könnt ihr direkt in UVP steuern. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, ihr könnt halt für die entsprechenden Deal-Events eigene Produkte, eigenen Asin planen. So dass ihr gewährleistet habt, dass ihr natürlich dann tatsächlich auch Luft und Platz habt, also auch wirtschaftlich Luft und Platz. Und insbesondere habt ihr dann auch die Möglichkeit, schön sauber den UVP zu steuern. Entschuldigung. Absolut, erstmal das und dann solltet ihr natürlich aber auch gucken, dass ihr die bis zu diesen Marquee-Events, die dann nächstes Jahr kommen, die natürlich auch mit in die Varianten reinhängt, weil ansonsten sammeln die keine Sales an, wenn es nur so eine Art Hülsen sind und dann sind die nicht in der Selection. Wenn ihr dann quasi ein paar Wochen vor den Easter-Deals sozusagen reinguckt, da dürfte die Deadline so 4 Wochen vorher sein, 4 Wochen vor den Easter-Deals. Da muss man also regelmäßig immer mal in seinen Deals-Dashboard gucken. Ja, muss man immer mal reingehen, sich mal eine beliebige Asin auswählen, sagen, okay, wenn ich jetzt hier auf Deal schalten gehe, welche Wochen werden mir ausgerollt? Und da müsste so 4 Wochen Vorlauf, also spätestens 4 Wochen Vorlauf,
also man muss schon mal 6 Wochen vor Ostern, 8 Wochen vor Ostern gucken, dass man so eine Slots halt für dieses Easter Event sozusagen bucht. Dann hat man auch genug Zeit, um noch FBA-Stock anzuliefern. Ja, weil man sieht immer erst, wenn man den Deal quasi schaltet, im Verlaufe sieht man, wie viel Stock man zum Zeitpunkt des Dealbeginns am Lager haben wird müssen. Und das muss man entsprechend also quasi auch in der Dispo einplanen und das reinschicken. Ja, so, also das ist nur etwas, erstmal ist es, glaube ich, eine philosophische Sache. Ich kenne viele, die sich gegen Deals sperren, einfach die sich gegen Marketingmaßnahmen so sperren und sagen, mag ich nicht, möchte ich, dass auch so läuft oder so. Allerdings, da hat vielleicht jeder auch eine andere Erfahrung, aber ich sehe schon, dass eine gute Prise Deals übers Jahr verteilt immer mal wieder nicht nur der einen Variation gut tun. Ja, das sehe ich ja zum Beispiel auch immer, wenn du jetzt einen Artikel pickst, der an der großen Variation hängt und den tust du in einen Deal, profitiert dir die komplette Variation davon. Ja. Weil während des Events klickt ihr auf den Artikel, lila Trinkflasche, heißt der Kuckuck, klickt darauf, geht da rein und ist eigentlich ja über die lila Trinkflasche, für die, die geschaltet war, hier reingekommen. Jetzt sieht er aber plötzlich auch die ganzen anderen Farben und fängt sie an zu interessieren, nimmt vielleicht eine ganz andere mit. Ich meine, wäre ja vielleicht auch ein schöner Nebeneffekt, dann nimmt er eine Flasche mit, eine Farbe mit, die gar nicht mit einem Deal belegt war. Das heißt, ihr zahlt gar keine extra Gebühren für diesen Sale dann während dieses Events. Also, da gibt es schon eine Menge, was man machen kann. Ab und zu mal ein Deal spielen ist, glaube ich, für eine Variation absolut wichtig. Also ich habe es früher mit einer absoluten Regelmäßigkeit gemacht. Für mich lief jede Woche ein Deal. Ja, dann irgendwann gab es ja die 7-Deals relativ neu und dann liefen auch die beständig. Und die organischen Sales, die dann außerhalb dieser Deals laufen, die machen natürlich richtig Freude. Ne? Also man sieht man immer ganz gut so nach diesen Deals, wenn die Rankings hochgegangen sind, weil man gute Verkäufer hatte, ja. Die nachlaufenden organischen Sales, die machen richtig Spaß, ne? Weil die sind wieder zum Full Price und man gibt nichts mehr ab und steht auf einem höheren Ranking, dann sinkt man immer wieder ein bisschen ab und dann habe ich meistens noch einen neuen Deal reingekickt, so um meine Regelmäßigkeit. Hier macht es auch extremst oder macht es auch viel Sinn, dass ihr sauber messt. Ne? Ich meine, die bessere Sichtbarkeit und damit verbunden besseren Abverkaufszahlen nach einem Deal, ne, zu den normalen Preisen, sind natürlich auch mit auf die Dealkosten umzulegen. Also ich meine, da muss man halt auch wirklich dann eine gewichtete Kalkulation machen oder man sollte eine Mischkalkulation machen. Man sollte halt den Faktor finden, messen, den nach einem Deal das Produkt besser performt. So, das ist das eine. Das andere ist, wir haben jetzt über die Do's geredet. Was sind aber die Don'ts? Was macht man am besten nicht? Wir haben nur noch 8 Minuten Zeit. Oh ja, was macht man am besten nicht? Also fällt mir jetzt spontan ad hoc im Deals-Bereich so viel nicht ein. Da fällt mir jetzt mehr über den PPC-Kampagnen ein. Ja, also hat man jetzt noch gar nicht. Dann mach aber, bevor wir auf die PPC-Kampagnen gehen, sag, ist dir ja, wir haben es eben schon gesagt, was man nicht macht. Nicht machen, man schaltet keinen Deal, wenn man Low Stock hat. Der wird dann sowieso gekillt, ne? Der geht dann auch nicht live und ich glaube, da macht man Amazon, so ein Deals-Team zum Beispiel. Ich kannte mal jemanden, der hat dann irgendwie 1000 Deals geschaltet und hat einfach erstmal pro forma alle Deals geblockt quasi, hat dann auch Deal-Slots zugewiesen bekommen, hat aber auch gar nicht drüber nachgedacht oder hatte den Stock auch gar nicht, hat einfach den Stock angeliefert, den er hatte und hat geguckt, welche Deals dann quasi live gehen und da sind dann irgendwie, keine Ahnung, 700 Deal-Slots quasi kurz vor dem Termin, was da war, 21, Black Friday, keine Ahnung, sind gestorben. Sowas merkt sich das Deals-Team auf jeden Fall. Wenn es darum geht, einem fürs nächste Event quasi eligible Deals irgendwie einzuspielen in seinen Account, so einen Black Flag quasi, die wird man schwer wieder los. Also insofern sollte man da auch nicht so ein Misuse betreiben, also wie wild Dinge zu reservieren in Anführungsstrichen, wo man quasi ja schon weiß, dass man das gar nicht realisieren kann, weil man wird dieses Stock-Level bis da nicht ans Lager kriegen oder die Lieferung aus, hast du nicht gesehen, nicht an sein eigenes Lager bekommen und dann auch noch zu Amazon und so weiter. Also muss man schon ein bisschen mit Augenmaß machen und nicht dazu wild losspielen, ja. Und du wolltest jetzt noch was zu PPC sagen, zu den Don'ts PPC? Ja, eigentlich, nee. Also die PPC-Kampagnen haben wir jetzt nicht viel gesagt, weil ich glaube, so einfach von der Durchdringung bei Amazon ist das, glaube ich, etwas, was wirklich großflächig angekommen ist. Also ich würde jetzt wirklich sagen, dass das jeder nutzt. Ja, also ich kenne jetzt die absoluten internen Amazon-Zahlen da nicht, aber PPC-Kampagnen sind jedem bewusst. Jeder weiß, dass er in seine Kampagnen-Keywords oder so nicht iPhone mit reinhängt oder Marc Steyer oder Wortfilter oder so, um dann wahnsinnig
viele Impressions auf seinen Angeboten zu bekommen. Aber es ist natürlich irgendwie misleading, weil die Menschen finden dann was anderes vor, als sie über ihre Keywords gefunden haben. Ich glaube, das kriegt man relativ schnell raus. Aber dieses ganze Negative Keywords und dieses ganze Gedöns, da muss man nur mal LinkedIn anschalten, damit man den ganzen Tag von oben bis unten mit zugehangen. Das ist, glaube ich, relativ known so. Aber ich denke, dass bei Werbeaktionen, ja, Angeboten oder ich nenne sie Deals, Angebote heißen sie in Deutschland, wenn man auf Werbung geht, in Amazon oben der Reiter und dann darunter auf Angebote geht, dann gibt es ja die Blitzangebote. Ich nenne sie Lightning Deals, weil es das ungefähr übersetzt auf Englisch heißt. Oder es gibt halt die anderen Typen, so die man da halt zur Auswahl hat, 7-Tage-Deals und so weiter. Ich glaube, da ist noch Nachholbedarf für viele Händler, weil, so wie Marc am Anfang schon gesagt hat, es ist so, wie es irgendwann mal prophezeit wurde. Ein gewisses Grundrauschen an Deals gehört eben heute schon fast zur Normalität, um eine gesunde Visibilität zu haben. Wir reden hier noch nicht mal von abgespaceden Formaten, ja, wie Video-Ads oder DSP-Kampagne oder Sachen, wo es dann, weißt du, wo es dann richtig komplex wird und richtig wild wird, sondern das sind immer schon, das sind, glaube ich, die Basics. Wenn man nicht ab und zu mal auf so einer Deals-Page vertreten ist, dann tut's, glaube ich, kämpft man sich ansonsten PPC-seitig beim Kampf ums Ranking, glaube ich, ganz schön ab und wird immer wieder abgeschlagen, ja, weil der Konkurrenten Deals schaltet, knack, fertig. Eine letzte Frage noch. Mhm. Agentur, ja oder nein? Das ist eine gefährliche Frage. Das ist wirklich eine gefährliche Frage. Eine, ich sage mal, wenn ihr eine Agentur findet, die super motiviert ist und sich um euch kümmert persönlich und denen wirklich es am Herzen liegt, dass ihr floriert und dass ihr prosperiert, dann kann man da wahrscheinlich nicht von abraten. In der Regel höre ich viel von Sellern, die sagen, sie haben jetzt hier die, keine Ahnung, 5. Agentur verschlissen und sind schon ratlos. Ich glaube, das Beste ist, sich selber Wissen anzueignen, ja. Das hilft immer. Entweder, selbst wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, hilft es auch, um sich halt auch gegenseitig zu benchmarken, gegenseitig zu challengen mit der Agentur und mit dem, was die Agentur macht für einen. Und das sich so in fremde Hände zu begeben und da einfach keinen Blick für zu haben, das ist, glaube ich, immer der beste Weg, so oder so. Ja, ich kenne so viele Leute, die in Agenturen arbeiten und will nicht von Agenturen abraten. Ich will auch nicht permanent zu Agenturen zuraten, weil so viele Händler so furchtbar enttäuscht sind von so vielen Marketingagenturen. Ja, und ich da viel Kummer höre und viele Geschichten und wirklich hanebüchende Dinge. Es gibt sicherlich auch gute Agenturen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Ja, keine Ahnung, gibt es einige. Ja, hier M19 oder Michael Fronzek hier hat auch eine super Agentur MeToo, soweit ich es überblicken kann. Und da gibt es bestimmt einige, die einen ambitionierten Job machen. Kann ich nur empfehlen. Ja, die Herausforderung, ich sag mal meine Meinung, es gibt mit Sicherheit gute Agenturen. Ganz ohne Zweifel. Nur muss ich als Händler in der Lage sein, bewerten zu können, ob eine Agentur gut oder schlecht ist. Das muss ich möglicherweise auch im Vorfeld in einem Auswahlverfahren machen. Dazu ist es notwendig, mal, und da gebe ich dir echt recht, dass ich selber kapiere, was denn da passiert. Wenn ich selber keine Ahnung habe von dem, was die Agentur für mich machen soll, dann mag ich zwar Glück haben, dass ich mal eine gute Agentur finde, ne, aber in der Regel muss ich selbst in der Lage sein, das Agenturgeschäft zu steuern. Dazu gehört in einem hohen Maße tatsächlich auch eigenes technisches Wissen. Wenn ich das selber nicht geregelt kriege und wenn ich das selbst nicht habe, dann sollte ich im Prinzip ein FBA-Geschäft an den Nagel hängen und Büroklammern aufsammeln gehen. Das sage ich ganz ehrlich. Und das auch in dieser Deutlichkeit, weil das ist eine Sache, die ich nicht nur im Amazon-Kontext beobachte, im gesamten Händler-Kontext, da sind die Händler zu blöd, um ein Loch in den Schnee zu pinkeln, können mit der eigenen IT nicht umgehen, stehen da vor Herausforderungen, die sie nicht gelöst kriegen. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Tatsächlich, das ist eine Anforderung, müssen Händler nicht nur sehr gut im Produkt sein, sie müssen auch einfach sehr gut in der Infrastruktur im Umfeld ihrer Produkte, also im Handel sein. Das ist wirklich eine Sache, die müssen Händler verstehen. Absolut. Eine Minute, du darfst das letzte Wort sagen. Mal. Ach, zum ersten Mal. Das ist schon unser zweiter Podcast und ich darf zum ersten Mal das letzte Wort haben.
Ich wünsche dir einen schönen Abend, würde ich vielleicht einfach noch als letztes anhängen. Ich wünsche allen ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Heute hat Amazon auf seinen PDPs hier auf den Produktdetailseiten quasi dieses klitzekleine Textchen eingefügt. Artikel kommt noch vor Weihnachten an. Lieber Kunde, wenn du das heute bestellst, das ist natürlich nochmal so ein extremer Pusher jetzt. Das heißt, jetzt wird es den Leuten bewusst. Ich glaube, auch die Sales gehen heute hoch und werden die nächsten 2 Wochen brechend stark sein. Ich hoffe, es ist bei allen so. Ich sehe das zumindest so ein bisschen, wenn ich meinen Blick so um mich wende. Jetzt bricht es also richtig los. Also toi, 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 dass es bei jedem ordentlich klingelt und dass die Saat aufgeht für das, was man unterm Jahr gemacht hat. Wenn man natürlich jetzt auch noch Deals zu laufen hat, umso besser. Es gibt auch bestimmt irgendjemand, der da draußen noch nie Deals gemacht hat und am Tag 1 Million Büroklammern verkauft. Dann auch ihm herzlichen Glückwunsch oder ihr herzlichen Glückwunsch. Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend, logischerweise. Ja, habt Reibach bis zum Abwinken. Wenn er dazu Umsatz braucht, auch gerne Umsatz. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr ein großartiges Weihnachtsgeschäft habt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.